Bewerbung sieht Kaffee nämlich immer so aus. Auch Joghurt ist wunderbar cremig und Pizza erscheint heiß und lecker. Doch stopp. Hier ist nicht so, wie es scheint. Denn hinter all den schönen Bildern stecken in Wirklichkeit Dinge wie Farbe, Rasierschaum und das handwerkliche Geschick eines Foodstylisten. Doch auch spezielles technisches Equipment ist unerlässlich. Ohne professionelle Slow-Motion-Kamera und reichlich Licht geht nichts. Werfen Sie mit uns einen enthüllenden Blick hinter die Kulissen des Werbefilms. Toll aussehen, müssen wir halt irgendwas machen, damit sie so sind. Wir müssen Farbe in Nudeln reinmachen, wir müssen Soßen abändern, damit die eine homogene Konsistenz haben und so weiter und so weiter. Doch mindestens genauso wichtig wie das Foodstyling selbst ist das Richtige drumherum. Damit alles ästhetisch aussieht, ist ein Filmstudio und eine riesige technische Ausrüstung nötig. Das Wichtigste ist dabei die Kamera. Die Red Epic ist eine professionelle Highspeed-Kamera, die auch bei Filmaufnahmen eingesetzt wird. Nur mit ihr sind solche Aufnahmen möglich. Und jede kleinste Bewegung wird plötzlich sichtbar. Especially yogurt or liquids. Besonders bei Joghurt oder allgemein Flüssigkeiten ist es so. Je langsamer du es filmst, je mehr Slow Motion, desto leckerer sieht es aus. Es bekommt eine gewisse Romantik. Der langsame Ablauf der Bilder vermittelt den Zuschauern die vermeintliche Konsistenz und den Geschmack des Produktes. Und diese Ästhetik ist es, was die gesamte Crew Tag für Tag antreibt. Das ist echte Kunst. Das hat nichts mehr mit reiner Arbeit zu tun. All die Leute sind hier, weil das natürlich ihr Beruf ist. Aber auf der anderen Seite sind sie auch hier, weil unser Herz und unsere Emotionen uns leiten. Das Team beginnt den Dreh mit dem schwierigsten Produkt. Früchte sollen in fließenden Joghurt hineinfallen. Das Milchprodukt ist in diesem Fall kein Joghurt, sondern eine Mischung aus Stärke, Wasser und Abtönfarbe aus dem Baumarkt. Die Konsistenz ist dabei wesentlich flüssiger als echter Joghurt. Das sieht jetzt auch nicht aus wie Joghurt, wenn man das jetzt so mit bloßem Auge sieht. Aber der Trick kommt ja noch. Und zwar, wir drehen in dem Fall mit 300 Bildern. Sprich, das ist 12-fache Normalgeschwindigkeit. Und dadurch verhalten sich, also vom Auge her gesehen, Flüssigkeiten dicker. Der Fake-Joghurt kommt in eine ganz spezielle Apparatur. Ein Rotor, angetrieben durch eine einfache Bohrmaschine, setzt die Masse in Bewegung. Und dann ist es soweit. Frank Weimann lässt die echten Beeren in den Joghurt fallen. Nur ein winziger Augenblick und alles ist vorbei. Das Team ist zufrieden. Doch auf den Bildern unserer Fernsehkamera sieht das Ganze noch nicht wirklich spektakulär aus. Die besondere Ästhetik entsteht erst durch die Slow-Motion-Kamera. Hier hat man fast spürbar die Cremigkeit auf der Zunge. Das Team baut nun das Setting um. Als nächstes soll eine Szene gedreht werden, in der Schokoladensoße über Vanilleeis fließt. Auch hier ist das Eis kein echtes Eis, sondern eine eher unappetitliche Mischung aus verschiedenen Fetten, Stärke und wiederum Farbe. Denn das Originalprodukt wäre absolut ungeeignet. Es ist halt wichtig, dass es vor der Kamera stabil ist. Das ist unsere Aufgabenstellung, weil ein echtes Vanilleeis vor die Kamera legen bei den Lampen, wie ihr seht, hält das nicht allzu lange. Und es sieht, wie unser Test hier zeigt, auch nicht besonders schön aus. Zusammen mit der Schokosoße entsteht schnell ein unappetitlicher Brei. Um die Szene wirklich ästhetisch aussehen zu lassen, besteht auch die Schokosoße von Frank Weimann nicht aus Schokolade, sondern aus Wasser, Stärke und Farben. Die genaue Mischung ist natürlich streng geheim. Dann heißt es, das Ganze schön in Szene zu setzen. Die Schokosoße muss zielgenau über alle drei Kugeln fließen. Ob
sich die mühevolle Kleinstarbeit gelohnt hat, sieht man nachher an den Aufnahmen der Filmkamera. Im Vergleich mit dem echten Eis ist es keine Frage, welches Produkt man lieber kaufen möchte. Geradezu eine Berühmtheit der Werbung ist der Kaffee, der in die Tasse fließt, oder die verführerische Crema, die den Kaffee veredelt. Doch auch hier geht nichts ohne die Arbeit des Food-Stylisten. Denn die fluffige Crema ist in Wahrheit nicht genießbar. Frank Weimann kreiert sie aus Rasierschaum. Der ist auf dem flüssigen Kaffee wesentlich stabiler als echter Schaum. Denn keine Crema hält sich länger als ein paar Sekunden. Mit einer Pipette tropft er nun punktgenau ein bisschen Kaffee in die Mitte der Tasse. Nicht wirklich spektakulär. Doch die fertige Aufnahme vermittelt die perfekte Illusion von frisch gebrühtem Kaffee. In der Werbung kommen auch die herzhaften Speisen nicht zu kurz. An erster Stelle die Pizza. Sie soll uns mit ihren leckeren Käsefäden das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Beim Foodstyling für solch einen Spot ist ausnahmsweise einmal alles echt. Realer Pizzateig wird mit frischen Zutaten belegt. Doch die Originalprodukte führen auch hier zu Schwierigkeiten. Das Problem ist, wenn der Käse kalt wird, sieht er sehr schnell schlecht aus. Also das heißt, wir müssen zusehen, dass wir den möglichst zeitnah in den Ofen bekommen, ans Set bekommen. Sobald der Käse anfängt kalt zu werden, kann man den Um das Menü zu vollenden, will uns Frank Weimann noch einen leckeren Cocktail zaubern. Und dafür braucht er natürlich Eiswürfel. Doch echte hielten in der Hitze der Scheinwerfer keine 5 Minuten durch. Das ist ein ganz spezielles gelatineartiges Zeug. Aber wie man sieht, ist das fest. Es ist nicht so wie bei einer Haushaltsgelatine, dass die nachgibt, dass wenn du draufdrückst, dass das wirklich wie Gummi ist, sondern die sind wirklich fest. Handumdrehen wird aus einigen eingeweichten Gelatine-Eiswürfeln zusätzlich noch eine Portion Crushed. Für alles, was Frank Weimann uns heute gezeigt hat. In der Werbung ist nichts, wie es scheint. Denn hinter den kleinen Kunstwerken, die nur Sekunden dauern, steckt eine ungeheure Trickmaschinerie, die dem Zuschauer aber verborgen bleibt.